Hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zu Ticket Light Plus. Ja, und dazu wieder eine schaurige Melodie im Hintergrund. Ja, Mensch, was soll ich sagen? Die letzte Folge, das war mal wieder, ich sag mal, ein Riesen Fail, aber auch sowas passiert. Ob es am PC liegt, ob es an Software liegt, was weiß ich. Sowas kommt leider vor. Mir leider viel zu oft. So, und deswegen habe ich mir überlegt, komm, machst du den Raffer einfach mal schnell, dass überhaupt irgendwas rauskommt und einfach nur deswegen, weil das am Ende nicht aussehen soll, wenn ich diesen Take gar nicht rausbringe und dann plötzlich hier stehe und hier sind 16 Dia-Blöcke und alles voller Gold, wäre auch doof. Dann habt ihr wenigstens gesehen, oh ja, Multi, der hat das alles richtig gemacht. So, da das jetzt ja verlorene Folgen sind sozusagen, heißt das, ich muss jetzt was rausbringen irgendwie. Johnny kann aber nicht dabei sein. Sprich, ich muss jetzt irgendwie ein paar Folgen ohne Johnny kriegen. Und zwar mindestens, heute ist Samstag. Weil Johnny hat momentan irgendwie nicht so richtig Internet oder keine Ahnung, ich habe es nicht ganz verstanden. Jedenfalls, das muss ich jetzt irgendwie hinkriegen. Ich muss Sonntag, Montag, Dienstag, wenn möglich noch Mittwoch, also vier Folgen sollte ich mindestens zusammenkriegen. Das schaffe, das bleibt ein Rätsel. So, ich tue mal eben schnell mein ganzes Inventar leeren. Die Frage ist, was mache ich, ohne groß hier irgendwas zu tun, was mir wieder Vorteile gibt. Ich habe zwar ohnehin schon extrem große Vorteile im Gegensatz zu Johnny, aber wir wollen die ja nicht noch größer machen, als sie eh schon sind. Wieso läuft das nicht? Wie ist hier eine Drohne reingekommen? Oh oh. Wie sind da Dinger reingekommen? Okay, eine Sache muss ich jetzt mal ganz kurz klären. Weil das gibt sonst Probleme. Wie kamen die da bitte rein? Ach so, die gehen dann einfach wieder zurück. Nee, das kann nicht sein. Okay, irgendwie muss ich das jetzt lösen. Nebenbei haben wir hier ein wunderschönes Standbild gerade gehabt. Ja, wie mache ich das? Eigentlich dürfte ich das jetzt nicht machen. Das wäre jetzt mein eigener Fehler. Und wieder ein Standbild. Wunderschön. Nicht mehr lange, dann kommt der PC. Warte mal, wenn ich mal Sonntag, ne? Dann mache ich ja diesmal sogar meine Geburtstagsfolge. Cool. Für die, die es nicht wissen, ich habe am 20. Januar Geburtstag. Dann bin ich 18. Then I am the free man. Na, was soll denn das? Komm schon, bitte. Weißt du, ich habe gerade angefangen. Bin gerade mal nicht mal 4 Minuten am Aufnehmen und schon so ein Scheiß. Deswegen ist das neue Gerät, ich sag mal, Pflicht. Na komm schon. Reicht. Oh. Na, was los? So. Immer noch nicht. Oh. Tja, ich würde sagen, das wäre jetzt mein eigenes Problem. Ungern, aber was soll ich tun, ne? Was ich machen könnte, wäre Ödne nehmen. Tropische. Morastige. Ödne. Arbeitsame. Waldige. Quartiere habe ich da nicht mehr drin.
Kaiserliche. Machen wir das so. So, das geht jetzt alles da rein, hoffentlich. Gehen wir mal davon aus. So, heute müssen wir ein bisschen was anderes machen. Nämlich irgendwas, was mir jetzt keinen großen Vorteil gibt. Nämlich wird das sein. Ich dachte erst Besucherhausen. Aber das wäre doof, wenn ich das mal wieder bringe. Einfach nur, weil da müssen der einige mittlerweile die Schnauze voll haben von. Deswegen werde ich heute auch natürlich was Allgemeines machen. Nämlich dieses Gebäude hier. Dieses schnieke Gebäude hier. Hier muss so einiges passieren. Und das werde ich mir einfach diesen Take einmal vornehmen. So, dann machen wir folgendermaßen. Ich werde hier schon mal ein bisschen Platz schaffen. Nämlich müssen wir zusehen, dass ich das hier räumlich irgendwie hinbekomme. Die Decke darf... Das hier müsste eigentlich schon was anderes sein. Das bedeutet, theoretisch müsste hier die Decke hin. Verständlich, ne? Also. Ungefähr so, ja. Es ist halt nur 3 hoch. So ist das. Kriege ich hier? Ne, kriege ich nicht. Müssen wir auch noch zersägen. Habe ich eine Säge dabei? Ja. Zersägen wir mal eben 2. Was ist das? Wenn ich die halb mache? Ja, die nimmt er an. So. Dann wäre das nämlich schon mal gegessen. Kriege ich die hier auch nicht hin, ne? Ah, ne. Hier auch nicht, ja. Gut. Also brauche ich 3, 6. Also 3. Und auch die zersägen wir einmal. Doch, dann machen wir uns das hier richtig schön schnieke. Dass das alles passt, wie es soll. So. Dann kann ich hier nämlich schon mal abtragen. Das ist die Behutsamkeitsdrill. Aber was soll's. Bedeutet, dass ich das hier auch noch wegsammeln muss. Aber bedenkt, was das hier alles an Nostalgie ist, was ich hier jetzt ein bisschen kaputt mache. Aber so ist das, ne? Vor allem, was könnten diese Cobblestones hier bedeuten? Das weiß keiner. Das weiß ich auch nicht mehr. Keine Ahnung, was hier los ist. Naja, was soll's. Gut, da haben wir ein bisschen Holz am Start. Da werde ich sogar mein Holz für opfern. Ich meine, da wird Johnny wohl ganz bestimmt nichts gegen haben. Tja, da muss ich mal ein bisschen mehr zersägen, was? So. Mein Mikro verschiebe ich einmal, könnte jetzt ein bisschen doof sein vom Ton her. So, ich hoffe, dass das alles passt. Weil ich habe das mit dem Mikro alles noch nicht so ganz hingekriegt, weil das mit dem Interface noch nicht ganz alles klappt. Das ist einfach nur, weil meine Soundkarte hier nicht so gut ist. Und ich hier einfach nicht die Möglichkeit habe, das zu optimieren. Wie gesagt, neuer PC gibt Hoffnung. So, dann hätten wir das hier nämlich gleich fertig. Die sind so schön passend hier, die Panels. Ja, dann, also hier. Warte, ich kann ja mal mein Labpack aufsetzen. Hier brauche ich ja keine Angst haben. Und @modbomber, ich habe das mal ausprobiert. Hier in dieser Version kann man Main Factory Loaded leider noch nicht schon enchantete Sachen beim Auto-Enchanter nochmal enchanten. Das geht hier leider nicht. Müsste ich mal in TPPE gucken, wenn wir da mal so eine Tierfarm machen, ob man da vielleicht mal probieren könnte, da so ein bisschen zu schummeln. Wenn man das Schummeln nennen sollte oder darf oder hast du nicht gesehen. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das hier anbinden. Theoretisch müsste ich dann den Raum hier so ein bisschen lang führen.
Das müsste eigentlich platzmäßig alles gehen. Schauen wir gleich mal. Das bedeutet, ich müsste hier, hier, hier vorsichtshalber auch noch. Das war doof. Die Halbblöcke setzen. Dann hat das nämlich geklappt hier. Nehmen wir den mal eben schnell weg. Jetzt kann ich nämlich das hier machen. So. Hier wird nichts verschenkt. Geiz ist nämlich geil. In Modpacks. Woanders muss man sich das überlegen. So. Dann hauen wir uns nämlich hier einen schönen Holzgang rein. Wobei ich das auch aus hätte machen können aus Marmor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Könnte ich da nicht ranpacken? Geht das nicht? Och nö. Ich hatte gehofft, das kann man da ran tun. Dann nicht. Ein Versuch wert. Dann bleibt das da so eine normale Wand. So, dann haben wir nämlich diesen Gang ein für alle Mal fertig. Das wird auch den Johnny ein bisschen froh machen. Und da regnet's. Theoretisch müsste ich euch mal heimlich ein Easter Egg zeigen. Jetzt, wo Johnny nicht da ist. Den könnte man finden, wenn man das nächste Backup spielt, was es gibt. Noch bin ich mir nicht sicher, ob ich das verrate. Man sieht, mit den Rohren passt das alles noch nicht so ganz. Im Zeitraffer konnte das wohl keiner erkennen und sich beschweren. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon gezeigt habe. Mein Cape sieht jetzt zumindest mal ein bisschen besser aus. Ich bin da jetzt nicht so erfahren. Aber ich finde es momentan ganz nett. So, den Grasdörter weg. So, dann... Obwohl, warte mal. Nee, nicht mal das hier. Ihr seht, von dem Quarry ist ganz schön heftig. 2000 Dias. Alter, 600 Tanks. Nee, das wären nochmal 1200 Dias, theoretisch. Shiny Ingots habe ich auch mehr als genug. Nächsten Tag werde ich einen Induction Smelter mal hier anbinden. Und wie im letzten Video erwähnt, vielleicht mal was ganz Spezielles. Nämlich diese Zentrifuge? Nee. Ihr wisst schon, das für die Bienenstöcke. Ich komme gerade nicht drauf. Zimmer. Mann. Zimmer. Werkbank? Keine Ahnung. Bin zu doof. So, passt jetzt mal auf. Es hat ja geschneit. Hier wird ja gerendert. Da hinten wird gerendert. Aber es liegt kein Schnee. Ich guck mal nach oben. Das sieht man einfach nicht. Stumpf, wie man das einfach nicht sieht. Oh. Schauen wir mal, ob ich da eventuell rankomme, dass man es sieht. Man sieht's nicht, also es ist richtig, richtig gut versteckt. Doch jetzt. Jetzt sieht man den Rand. Da oben ist einfach mal eine versteckte Riesenglasdecke. Weil wir halt einfach nicht wussten, was machen wir jetzt, wenn der Regen andauernd anfängt, obwohl der ja eigentlich deaktiviert sein müsste. Ich habe ihn jetzt nochmal deaktiviert, wird aber nichts bringen, es wird trotzdem wieder irgendwann anfangen zu regnen. Wahrscheinlich wegen der Dimension. Schlag mich tot. Jedenfalls dank dieser riesen Glasfläche da oben.
Schneit das nicht in Johnnys Villa, vor Johnnys Villa etc. Kann sein, dass sie nochmal größer wird. Diese Glaswand ist natürlich im oft, ich sag mal, dass es offscreen passiert. Eigentlich ungern, aber bei so einer Ausnahme ist das schon in Ordnung, finde ich. So, das Feuer hier, naja, das ist keine Nostalgie mehr, das ist einfach nur ein normales Feuer. Vielleicht in 600 Folgen wird es nicht mehr so schlimm sein oder so, wenn es dann wieder so alt ist wie das andere. Dann wird man sich dran gewöhnt haben. Ich frag Johnny einfach mal alle 100 Folgen, wie geht's dir jetzt eigentlich mit dem Feuer? Und irgendwann haben wir den vielleicht mal besänftigt. Misuti, das wird schon wieder. Wenn du das hier siehst. So, ja, auch Dämonenjäger können verzeihen. Hätte dir nicht gedacht, ne? Ja. Immer mit euren Vorurteilen, ey. Tja. Dann hätten wir den Gang hier gleich fertig. Und dann müssen wir mal gucken, wie wir weiterfahren, fortfahren. So sieht schon mal ganz in Ordnung aus, ne? Ich werde hier gleich mal ein bisschen mehr machen. Auf der rechten Seite ist es nicht so ganz möglich, aber hier werden wir tricksen können. Dann wird da ja die Wand irgendwie rankommen. Bedeutet, ich werde jetzt doch nochmal zersägen. Machen wir erstmal nur 6. Sprich, hier kommt die Wand. Eins, zwei, drei, vier. Das heißt, hier kommt die andere Wand. Dann könnte man theoretisch, ich werde mal wieder ein bisschen kreativ, auch wenn man das nicht von mir erwartet. Johnny hat immer noch nicht mein Labpack bezahlt. Also als erstes fällt mir auf, ich hätte viel mehr Holz mitnehmen müssen. Schon wieder ein Zombie-Pigment in unsere Butze gekommen. Naja. Noch nicht. Dann werden wir jetzt mal ein bisschen creative. Mache ich das mal so. Und so. Dann mache ich das mal so. Und so. Und da brauchen wir noch mehr, definitiv. Jetzt muss ich auch mal gucken, wie das hier aussieht. Dann hätten wir hier so ein, obwohl, das macht keinen Unterschied. Da muss ich nur noch Glück haben, dass das hier alles passt. Das ist nämlich schon Gras.